Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch zu einer weiteren Serien-Folgenbesprechung zu einer Science-Fiction-Serie, die vor wenigen Tagen, nämlich am 16. Dezember 2020 auf Amazon Prime in ihre nunmehr fünfte Staffel gestartet ist. Mein Name ist Paul und bei mir ist mein geschätzter Kollege, mit dem ich in letzter Zeit schon immer bei den Mandalorian-Casts zu hören war. Er ist live zugeschaltet vom Mars. Hallo Patrick. Hi. Ja, und wir beide sprechen jetzt ein bisschen über die fünfte Staffel von The Expanse, genauer gesagt über die ersten drei Folgen, die da eben am 16.12. rausgekommen sind. Amazon hat da so dieselbe Veröffentlichungspolitik angewandt wie dieses Jahr, glaube ich, schon bei The Boys. Ja, und richtig. Genau, zum Appetit anregen gibt's quasi die ersten drei Folgen auf einmal und dann immer die darauffolgende Woche jeweils eine. 10 sind es an der Zahl, ja, und wir werden an dieser Stelle wahrscheinlich keine wöchentlichen Recaps machen, sondern jetzt unseren ersten Eindruck der drei Folgen schildern. Das Ganze zunächst spoilerfrei, dann werden wir auch noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber das sagt mal alles Bescheid. Und ja, dann am Ende wird es einen Abschlusscast zur gesamten Staffel geben. Der kommt dann aber erst wahrscheinlich Ende Januar oder so. Mal sehen, je nachdem, wie sie die Folgen jetzt unterbringen. Sei noch kurz vermerkt, dass wir das Ganze hier eigentlich zu dritt aufnehmen wollten. Es gibt ja bereits beim Tele-Stammtisch eine Besprechung zu The Expanse Staffel 1 bis 4, wo unter anderem auch Patrick zu hören war. Und richtig, Andi und Anne. Anna, genau. Zu hören. Richtig. Ja, leider hat es dann zeitlich nicht ganz geklappt, deswegen schöne Grüße an Chef Andi, der dann vielleicht aber beim Abschlusscast mit dabei sein wird, ja, und bis dahin die fünfte Staffel erstmal so genießen kann. So, ich würde sagen, wir starten in den kleinen spoilerfreien Teil, bevor wir dann, wie gesagt, etwas näher auf die ersten Folgen eingehen. Wie schaut's erstmal bei dir aus? Wie waren deine Erwartungshaltungen so vor der fünften Staffel? Hast du dich gefreut oder hast du erstmal gewartet, was auf dich zukommt? So ein bisschen von beiden. Ich mag The Expanse schon. Ich habe da aber auch immer so ein bisschen Grund zu meckern, dass ich denke, man könnte auch einiges von den Handlungen rauskürzen, weil sich das dann teilweise doch sehr im Kreis dreht. Ich sag nur Protomoleküle und eben Charaktere, die ein bisschen für ihre Entwicklung brauchen. Hm. Ich verstehe, was du meinst. Ich mag The Expanse wirklich als Science-Fiction-Fan und jetzt jemand, der mit Mandalorian jetzt nicht immer was anfangen kann, ist das zumindest eine Serie, die mir meistens zeigt, warum ich so Science-Fiction eben mag. Und ja, weil ich vor allem auch eben mich für die Charaktere interessiere und den ich einfach gerne auf ihre Abenteuer im All und Co. begleiten kann. Und dementsprechend war ich auch so, ja, schon gespannt auf eine fünfte Staffel. Ich muss aber auch sagen, ich habe die vierte Staffel auch erst vor kurzem abgeschlossen und konnte dann so fast direkt weiterschauen, sodass ich direkt in so einem Flow drinne bin. Ja, im Großen und Ganzen lässt sich ja erstmal sagen, dass wir sämtliche Figuren aus den vorangegangenen Staffeln hier wieder treffen. Es gibt wieder ein paar neue Problemchen, die sich da an allen Ecken und Kanten auftun. Vor allem aber habe ich das Gefühl, stehen in diesen ersten Folgen, so viel kann man, denke ich, anteasern, ohne groß was vorwegzunehmen, vor allem erstmal persönliche Probleme im Vordergrund. Wie gefällt dir diese Richtung? Es bleibt abzuwarten, ob sich das auf die 10 Folgen trägt. Ich meine, wir haben hier jetzt schon wieder eine Trennung direkt schnell von, wie heißt der, Stephen Strait und seiner Frau, weil die beiden meinen, sie müssten mal wieder ihre Probleme persönlich und alleine klären, was für mich schon mal ein bisschen so konstruiert wirkte. Und unser Schlägertrupp stellt sich seiner Vergangenheit in Baltimore. Also die ganze Rosinante ist übers All verstreut. Ich denke auch, dass es bis locker Folge 7 oder 8 mindestens dort, bis die Rosinante in ihrer gesamten Crew wieder so ein bisschen auf Tour kommt. Das glaube ich auch. Ich mag das sehr und ich fand es auch im Gegensatz zu dir gar nicht so konstruiert, dass die zumindest Naomi und Holden da unterschiedliche Wege gehen, aber dazu dann vielleicht später nochmal, wenn wir uns mal die einzelnen Handlungsstränge, die sich jetzt hier eben aufmachen, anschauen. Aber du hast ja recht, diese ganze Crew, die geht erstmal wirklich getrennte Wege. Also wir haben hier wirklich, wir haben glaube ich keinen Handlungsstrang mehr oder einen Handlungsstrang vielleicht, wo mehr als eine Hauptperson, die wir aus den vorangegangenen Staffeln zusammen agieren, jetzt mal abgesehen von Fred Johnson und den anderen. Ich habe auch das Gefühl, dass diese ersten Folgen so ein bisschen mehr
Charakterdrama eben waren. Ich kann habe auch das Gefühl, dass sich das noch ändern wird, dass dann jetzt spätestens mit dem Ende der dritten Folge dann auch wieder der Politik-Thriller richtig loslegt. Und ja, mir hat das mit den Figuren sehr gut gefallen. Und ich war auch überrascht, wie gut es mir gefallen hat, auch wenn eben diese großen politischen Handlungen oder diese Zweige erstmal ein bisschen zurückgeschraubt werden. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich diese Mischung aus eben Sci-Fi, Politik, Drama, Abenteuer und so weiter das, was die Serie so gut macht in meinen Augen. Und ich mag auch sehr diese Survival-Aspekte. Ja. Und eben das so, dass es eine ganz stimmige Welt ist. Also wenn am Schluss einer dieser Charaktere dasteht und du siehst im besten Blade Runner-Stil, wie diese ganzen Neon-Reklame-Tafeln da bis hoch in den Himmel ragen, dann denkst du, ja, okay, das hat schon leichte Blade Runner-Vibes. Ja, ja, das finde ich auch. In diese Welt kann man sich sehr gut einfinden. Und immer wenn ich die Bilder sehe, wenn sie sich da in Konferenzträumen auf dem Mond treffen oder eben dieser weite Shot von den Mars, Häuser, also nicht Häusern, sondern von diesem Marsgestein kommt, wo die Fenster drin sind, dann sieht sich das für mich realistisch an und ich denke, ja, klar. Und dann sind auch so kleine Szenen, eine Zwischenlandung auf dem Mond, weil Amos am Anfang zur Erde unterwegs ist. Dann denkt man sich, ja, eigentlich ist das gar nicht nötig. Also theoretisch hätte man auch einfach zeigen können, wie er im All losfliegen und auf der Erde ankommt. Aber nein, das Ganze macht diese Welt eben runder und fühlbarer. Wir haben übrigens auch einen alten Bekannten, Fred Johnson, den wir vielleicht auch als Clyden von The Orville kennen könnten. Das ist der mit Holden bis in den Protomolekülen nachforscht. Ja, genau. Bei dem hatte ich das Gefühl, der hat ein bisschen abgenommen. Kann das sein? Ich glaube es auch. Wenn du den mit The Orville vergleichst oder The Walking Dead, da war er ja morgen, da war er schon ein bisschen fülliger. Ja, ne, er kam ja auch schon in früheren Staffeln vor und da habe ich irgendwie gedacht, okay, ich hatte ihn irgendwie etwas noch kräftiger in Erinnerung. Aber ja, schön ihn auch wiederzusehen. Da, ich glaube nämlich in der vierten Staffel hat man ihn fast, also da hat er nur so eine ganz kleine Rolle gehabt. Da war der gefühlt nur so ein kleiner Stichwortgeber, der kurz mal die Handlung. Ja, ich glaube, Drummer hatte ihn da mal ins Gesicht geschlagen oder so. Damit ist er mir in Erinnerung geblieben aus der vergangenen Staffel. Was ich an dieser Serie mag, ist tatsächlich dieses Worldbuilding. Ich finde so Details im Hintergrund teilweise interessanter als Einzelschicksale, weil diese Details, zum Beispiel das mit der Schwerelosigkeit, womit die Marsianerin zu kämpfen hatte, das war dann schon interessant, wo du denkst, ja, das ist cooles Worldbuilding, ohne dass es dir zu sehr aufs Auge gedrückt wird. Wenn du Lust darauf hast, dann kannst du dich da reinfallen lassen. Ja. Wenn nicht, kannst du dich trotzdem von der Serie schön berieseln lassen. Ja, genau, dass man halt einfach an solche Dinge denkt, die jetzt vielleicht nicht immer so im Vordergrund, also die stehen ja nicht mal im Vordergrund, sondern sie passieren überhaupt halt einfach nicht. Und ja, das stimme ich dazu, das ist auch sehr, sehr stimmig alles. Oder auch, wir haben gedacht nach Staffel 4, dass sich jetzt alle diese Charaktere nach den Ereignissen ein bisschen feiern. In Wirklichkeit trifft das vielleicht jetzt nur auf eine Person zu. Alle anderen sind schwer auf Mission. Also Alex, beziehungsweise nee, Cass Enver, feiert sich so ein bisschen als Held der Republik und bandelt dann mit einer Journalistin an. Oder versucht es zumindest, die eigentlich mehr auf der Spur ist und plötzlich dann auch verschwindet. Also da wird auch noch weiter geforscht werden müssen. Was passiert denn jetzt eigentlich mit ihr? Ich finde das aber schon interessant, wie es gerade bei ihm dann erzählt wurde. Ja, genau, da werden wir sicherlich nochmal drauf zurückkommen. Auch vielleicht, aber vielleicht machen wir das eher im Abschlusscast, wie es denn jetzt mit seiner Figur dann vielleicht weitergeht, wenn wir wissen, was mit ihm im Laufe dieser Staffel passiert und wenn wir wissen, dass eben sein Schauspieler in der sechsten Staffel definitiv nicht mehr dabei sein wird. Mal schauen. Das werden wir sehen. Es wurde ja auch leider angekündigt, dass die sechste Staffel dann die letzte wird, obwohl bei Amazon Leute sind, die die Serie feiern, die sie erst gerettet haben, haben sie es nicht weiter als über die sechste Staffel hinwegbekommen. Da werden wir dann auch sehen, wie viel von den Büchern jetzt noch in diese Staffel eingehämmert werden und ob sich das dann dadurch vielleicht ein bisschen zugehetzt anfühlen wird. Wobei können wir auch sehen müssen. Genau.
Das habe ich auch. Ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich hatte es eigentlich vor, wenn die Serie, ich habe dann auch erfahren, dass sie nach der 6. Staffel zu Ende ist, wenn sie dann zu Ende sind, wollte ich mir die mal zu Gemüte führen. Hast du die schon gelesen oder mal reingelesen? Nein, ich habe sie nicht gelesen. Wir haben hier aber wieder eine nette Parallele. Nebenbei, dass in der deutschen Synchro wirklich einige Game of Thrones Leute vom Mikro sitzen. Einer dieser Autoren hat auch George R. R. Martin regelmäßig beim Worldbuilding geholfen. Also er ist auch Co-Autor von Game of Thrones. Diese Parallelen zu Game of Thrones oder diese Verwandtschaft, die zieht sich da Oh schon ein ja. bisschen mehr durch, als man am Anfang glaubt. Das stimmt. Und soweit ich weiß, ist George R. R. Martin auch ein großer Fan von The Expanse. Der ist da, Viele glaube ich, Fans ziemlich von The begeistert. Ja, aber da haben wir ja auch noch eine Game of Thrones-Parallele zum Autor von das Lied von Eis und Feuer. Nur, dass wir hier in der Handlung ein großes Stück weiter voraus sind. Der Autor schreibt mehr. Hier kann es ja schon allein durch die Einstellung nicht mehr passieren, dass die Serie irgendwann die Bücher überholt. Richtig, und soweit ich es gelesen habe, soll dann die Serie auch enden, nachdem quasi auch ein Komplex in der Handlung oder in der Buchhandlung endet, dass quasi wonach in den Büchern dann ein Zeitsprung stattfindet und dass man das vielleicht, dass die erste Tür ist, die man quasi nehmen kann, um die Serie doch irgendwie in einer Art und Weise rund zu verlassen. Deswegen, ich bin gespannt und ich fand auch ganz interessant, weil ich ja auch weiß, dass jetzt hier in den letzten beiden Staffeln, also in der 5 und 6, noch das ein oder andere Buch untergebracht werden muss, dass es sich nicht gehetzt anfühlt, weil ich muss gerade sagen, diese ersten drei Folgen, die hatten ein sehr angenehmes Tempo und ich fand das nicht zu gehetzt. Also ich fand, das hat sich alles wunderbar eingefügt. Das stimmt. Ich fand auch hier, für mich sind mit die stärksten Momente, wenn dieses Survival im All so ein bisschen zu tragen kommt. Davon haben wir auch schon ein paar rar gesäte Momente, die dann auch für so Beziehungsmuffel in Serien mich neugierig machen und sagen, okay, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Da haben sie schon ein paar blutige, interessante Shots. Oh ja, das stimmt. Die Serie ist auch weiterhin rau und die scheut nicht davor zurück, auch mal Blut durchs All schweben zu lassen, beziehungsweise durch die Raumschiffe schweben zu lassen. Naja, vielleicht ist dann Folge 10 Blut und Eingeweide im All. Nur noch eine rote Kamera. Ja. So, ich denke, wir können jetzt schon mal zu einem kleinen spoilerfreien Fazit kommen, um dann eben etwas näher über die ersten drei Folgen zu sprechen. Patrick, wohin geht die Tendenz? Bist du mit dem Tempo oder bist du mit dem, was du bisher gesehen hast, zufrieden? Ja, hau raus. Ich war es jetzt gewohnt. Ich habe bei den letzten Staffeln ein bisschen mehr eingeprügelt, kann man sagen. Jetzt gerade finde ich das Tempo angenehm. Von mir aus können sie auch bei den Survival-Aspekten noch ein bisschen anziehen. Ich fand dann auch so Details im Hintergrund wie den Firehawk-Whisky. Das fand ich schön. Es ist für mich nicht die beste Serie, die beste Science-Fiction-Serie. Da bin ich wahrscheinlich den Hype zu sehr erlegen und dachte auch, nee. Irgendwie habe ich mir da mehr erhofft, aber es ist schon eine gut gemachte Serie, die Spaß macht, wenn man sich drauf einlässt. Also bisher so 3 bis 3,5 von 5 Protomolekülen würde ich geben. Wir haben aber noch 7 Folgen vor uns. Bin mal gespannt, ob sich das dann in der wöchentlichen Erscheinungsweise für mich dann mehr ziehen wird oder ob ich das dann mehr zu schätzen weiß. Das werden wir dann auch sehen. Das ist für mich auch neu, dass ich dann nicht staffelweise bingen kann. Ich glaube auch, dass gerade was du gesagt hast, sei es ein Survival-Aspekt oder eben auch der Politik-Aspekt, der da immer drin steckt, dass der jetzt in den kommenden Folgen anziehen wird. Man sieht sich hier erstmal so ein bisschen um das Abholen von den Charakteren und auch dort ein bisschen tiefer schwimmen in den Charakteren, weil wir erfahren auch das ein oder andere und die werden uns auch schon ja nochmal schön näher gebracht. Mir persönlich gefällt die Staffel oder beziehungsweise die ersten drei Folgen bisher sehr gut. Also ich wurde wieder schön von den Charakteren abgeholt. Ich hatte auch schon wieder ein paar Gänsehautmomente und ich bin einfach ein Fan. Ich würde jetzt auch vielleicht nicht sagen, dass es die beste Science-Fiction-Serie ist, die ich je gesehen habe, aber es ist auf jeden Fall eine meiner Lieblings-Science-Fiction-Serien, die ich zurzeit auf jeden Fall ansehe oder aber auch insgesamt gesehen habe. Ich glaube spätestens
nach der Folge 3 will man auch dranbleiben in dieser Staffel. Das ist so schon ein bisschen darauf ausgelegt, da, ja, ordentlich Schwung in die Sache wieder reinzubringen. Ich bin extrem gespannt auf die weiteren Folgen und ob dann diese Erwartungen erfüllt werden. Das, ja, erfahren wir dann spätestens in den nächsten Wochen. Genau, ich bleibe jetzt erstmal bei 4 von 5 Protomolekülen, wenn man das jetzt hier als kleines Erstfazit oder als kleinen Ersteindruck schon mal anbringen möchte. Ich weiß auch, wieso du bist noch von Mando so ein bisschen so in der Erwartung gedämpft und runtergebremst, dass das jetzt so eine angenehme Abwechslung war. Ja, das kann gut sein. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich jetzt so so nach Hause gekommen in die richtige Science-Fiction-Serie oder so. Das kann natürlich auch sehen, wenn wir dann das Ende besprechen, ist Mando dann ja auch schon wieder ein bisschen her. Vielleicht ändert sich es dann nochmal. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ist der 17.12. Also morgen haben wir das Mandalorian-Finale gesehen und besprochen. Wir haben uns hier bei The Expanse ja wirklich dazu entschieden, daraus zwei Casts zu machen. Gerade hier bei dieser Serie gibt es so viele Details, dass da alles aufzudröseln, das wäre wahrscheinlich deutlich komplexer und mit mehr Arbeit verbunden als Mandalorian. Deswegen haben wir uns da zu diesem Zwischenstritt einfach entschieden. Ja, mal schauen, am Ende überraschen wir uns doch noch und fangen plötzlich an, über die Folgen zu reden. Aber ich denke, das machen wir dann eher im Chat oder so. Genau. Und damit würde ich einfach sagen, schließen wir diesen kleinen spoilerfreien Teil, der jetzt doch schon ein bisschen länger als klein geworden ist, egal. Du sitzt ja am Schnitt von da. Genau. Wir starten jetzt in den Spoiler-Teil und spoilern eben die ersten 3 Folgen von The Expanse Staffel 5 und wahrscheinlich vielleicht auch alles, was davor passiert ist, wenn wir mal darauf zurückgreifen müssen. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und es sehen wollt, dann schaltet jetzt am besten ab, wenn ihr nichts davon wissen wollt, wenn es euch egal ist oder ihr es schon gesehen habt, was ihr uns übrigens gerne in den Kommentaren könnt wissen lassen. Wir können da auch gerne mal ein bisschen diskutieren oder ihr könnt uns eure Eindrücke schildern, wie ihr das Ganze bisher findet, ob ihr auf diese Richtung eben aufspringt, ob euch das abholt oder ob ihr eher, wie zum Beispiel Patrick, eher auf den Survival-Teil oder auf den Politik-Teil wartet. Schreibt das gerne, schreibt uns bei YouTube in den Kommentaren und so weiter. Und jetzt würde ich sagen, wir läuten die Spoiler-Glocken und fangen an. Ich würde sagen, wir machen es vielleicht an den Handlungssträngen, also dass wir uns die einzelnen Figuren angucken und dann sehen wir mal, wo die jetzt am Anfang der 5. Staffel stehen, beziehungsweise dann eben am Ende der 3. Folge. Und wir haben es ja schon gesagt, viele Charaktere haben so ihre Einzelmissionen, die sind weit zerstreut. Und hin und wieder läuft man sich dann über den Weg. In der ersten Folge, da fand ich vor allen Dingen toll, da gab es so das ein oder andere Wiedersehen oder den einen oder anderen Abschied, mit denen ich zumindest zu Beginn gar nicht gerechnet hatte und ich es dann ganz sympathisch finde und gar nicht wusste, okay, dass ich dieses Wiedersehen vielleicht sehen wollte. Ach, ich fand Amos und die Queen, wie die aufeinander getroffen sind, das war schon sehr lustig. Das fand ich auch, das fand ich auch herrlich. Damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet. Und es ist so herrlich, wie sie sich, wo wollen sie hin? Das geht sie gar nichts an. Und dann die so komplett unterschiedliche Charaktere, die da aufeinandertreffen. Ich fand auch, die Szene, die ging auch nicht lang, aber die war fantastisch. Ich hätte die gern mehr interagieren sehen. Ja. Also schon allein, wie er sie als alte, nette Schachtel bezeichnet. Und auch immer wieder Chrissy nennt. Und sie dann, hey, ich bin hier, ich bin echt wichtig. Aber ich fand es auch gerade bei ihr schön zu sehen, dass sie ein bisschen von ihrem hohen Ross runter ist und jetzt auch so ein bisschen an Menschlichkeit dazu gewonnen hat. Ja, das stimmt. Dann bleiben wir doch gleich mal bei Ava Sarala. Die, ja, die wirkt so ein bisschen abgeschoben auf dem Mond. Und die muss sich auch so ein bisschen gegenüber den anderen, allen voran eben, ich glaube Nancy Gau war es, die jetzt da die neue Vorsitzende ist, die muss sich so ein bisschen zurückhalten, ne? Aber das stimmt, ja, die gewinnt halt zumindest so ein paar menschliche Züge und sie darf auch wieder fluchen. Ich sehe sie gern beim Fluchen, also ja. Ich höre ihr gern zu. Ja, das stimmt.
Ich finde auch die deutsche Synchro, wir haben das ja jetzt auch auf Englisch gesehen, die deutsche Synchro, die ist ziemlich ebenbürtig zu dem Original, auch mit diesem Slang in der Stimme und so, das passt ziemlich gut. Ja, diese Stimmfarbe, die ich habe auch erst auf Englisch und dann nochmal wieder auf Deutsch, das passt sehr gut, ja. Ja, sie kümmert sich da so ein bisschen eben um den politischen Kram, sag ich mal, und dann erfährt sie eben irgendwann, dass unter anderem, nachdem sie da Amos kurz abgefangen hat, erfährt sie von Meteoriten, die auf die Erde zurasen, beziehungsweise zurasen sollen. Und da, das ist natürlich jetzt toll, jetzt fangen wir quasi direkt mit dem Ende der dritten Folge an. Hey, das ist so krasses Foreshadowing auf das, was am Schluss passiert. Ja. Wollen wir das jetzt schon vorwegnehmen oder wollen wir es lieber doch am Ende machen? Das machen wir am Ende. Wir sagen nur, wir haben diese krasse Warnung, die einfach ignoriert wird und dann ihren krassen Payoff einfach zum Schluss kriegt. Genau. Und diesen Payoff, der ist wirklich, also da, ja, sprechen wir dann drüber, was das für Auswirkungen vielleicht hat. Das Bild gewaltig inszeniert. Richtig. Dann machen wir gleich dort mit der weiteren Figur. Wir haben es schon gerade gesagt, Amos ist kurz auf dem Mond, bevor er dann weiter zur Erde fliegt, denn der hat dort ja ein paar persönliche Sachen zu tun, aber erstmal wieder seine Einführung ist wieder auch schon grandios, wie er dort erstmal zum Mond hinfliegt und dort schon wieder ein bisschen Stress macht und dann von den Wachen oder von Wachmännern auf dem Mond aufgehalten wird und da sich schon anfängt zu verteidigen, bevor er überhaupt erfährt, dass die ihn gar nicht festnehmen wollen, sondern nur zu Avasarala bringen wollen. Aber erstmal eine halbe Schlägerei anfangen. Ja. Amos ist halt wirklich so der Goon der Truppe. Ich finde, der macht Spaß. Der bringt immer so ein bisschen diese Lockerheit mit ein. Und wie er auch noch sagt, wo die Wachmänner auf ihn zukommen, als ich sie zuletzt gesehen habe, waren sie noch nicht tot. Das fand ich schon sehr schön. Und diese Art von ihm, die kommt ja auch noch das ein oder andere Mal zu, er lässt sich nicht so viel gefallen und zückt dann auch schnell mal die Faust, auch wenn jemanden mal schief anguckt oder schief von der Seite anmacht. Er bringt eben seinen speziellen trockenen Humor mit ein. Richtig. Und das ist eben wirklich so eine schöne Abwechslung. Gerade er wird gerne im Kontrast eingesetzt, wenn die Szene davor tief dramatisch war. Gehen wir jetzt mal kurz zu Amos über, ohne dass es dann diesen Marvel-Effekt hat, dass dann die Szene davor verpufft mit einem dummen One-Liner, sondern einfach, man kann dann durchatmen. Mhm. Und dennoch finde ich es erstaunlich, dass sein Handlungsstrang, zumindest in den ersten Folgen, für mich auch einer der berührendsten Handlungsstränge war, auch wenn er eben immer wieder so aufgelockert wird. Denn Amos reist zur Erde, um dort in Baltimore, dort ist eine Bekannte von ihm verstorben und er versucht da eben er versucht so ein bisschen Dinge aus der Vergangenheit zu klären, beziehungsweise dann auch dafür zu sorgen, dass der Freund von seiner Bekannten das Haus verhält. Und ich finde, da sind ein paar schöne Szenen bei rumgekommen. Gerade wenn du dann noch hörst Baltimore, dann könnten bei einigen The Wire-Vibes aufkommen. Es ist hier auch wirklich ein bisschen zwischenmenschliches Drama, das gerade bei ihm nicht kalt lässt. Dass ihn das auch nicht kalt lässt, das ist schön zu sehen, wo er sonst immer wirklich so einen dicken Panzer um sich hat und so gar nichts an sich ranlässt. Und hier siehst du ihn tatsächlich so ein bisschen lediert, also emotional angeschlagen. Ja, und man sieht ihn auch, ich will es gar nicht direkt Flashbacks nennen, aber es war so, man hat so diese Sachen aus seiner Vergangenheit hat man in die Handlung eingebunden, ohne jetzt großartig in der Zeit vor und zurück zu springen. Das fand ich auch sehr schön. Ich war ein bisschen verwirrt am Anfang, muss ich sagen, aber am Ende dann habe ich das verstanden und ich habe gedacht, wow, okay, das hätte ich jetzt von diesem Charakter oder von dieser Figur gar nicht erwartet. Ich denke, das kam in ihn so ein bisschen PTDS-mäßig einfach hoch. Also trifft Flashback vielleicht doch. Ja, schon irgendwie, ja. Aber es war jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Lost, dass da dann sieht man das Flashback und dann geht's wieder zurück. Es war das war organisch angeführt. Richtig, es war organisch angeführt und man sieht ihn eben auch da, also man sieht ihn auf einem Platz sitzen und dann sieht er quasi, wie er sich, also ich fand das schön inszeniert.
wo ich die ganze Zeit dieses Zwischenmenschliche kritisiert habe, okay, da bin ich leicht interessiert, ja. Ja, und was ich auch noch schön fand bei seinem Handlungsstrang, wenn man auf der Erde war, zumindest hatte ich es so in Erinnerung bei The Expanse, dann hat man immer diese hochmodernen Häuser der UN gesehen. Und hier sieht man auch mal einen etwas ranzigeren Teil der Erde und ja, vielleicht auch mal eine andere Seite. Das wäre jetzt aber auch ein bisschen strange gewesen, wenn wir ihn so als Rich Kid kennengelernt hätten. Das würde seinen Charakter komplett widersprechen. Klar, das würde nicht zu ihm passen, aber ich meine nur, dass man da eben das von der Erde auch mal zu Gesicht bekommen hat. War schon cool. Er hat wirklich schöne Szenen und am Ende seines Handlungsstrangs sagt er auch klipp und klar, er möchte nie wieder zur Erde zurückkehren. Deswegen, ich bin gespannt, wie es bei ihm jetzt weitergeht, ob er jetzt direkt schon wieder zum Mond fliegt oder... Wo er zufällig vielleicht sogar rein stolpert. Ja, stimmt, natürlich. Wir wissen ja vielleicht, was mit ihm passiert. Ich wage jetzt mal die leichte Prognose, dass es vielleicht doch nicht so schnell von der Erde wieder loskommt. Vielleicht ist es dann tatsächlich so ein bisschen wie beim Mandalorian, er hat gerade so seinen Weg und dann kommt jemand ums Eck, ey, Gude, wie sieht's aus, kannst du mir da vielleicht helfen? Er ist für die Handlung wahrscheinlich gerade am richtigen Ort, wenn man auch das Ende der dritten Folge in Betracht zieht. Zumindest. Man hat ihn nicht umsonst da positioniert, ja. Ich denke, er wird noch ein bisschen auf der Erde sein, ja. Auch wenn er absolut keinen Bock hat. Ja. Das ist ja auch eine schöne Mischung. Ich denke, da werden auch noch mal die ein oder andere Faust wieder fliegen. Mindestens. Das wenn nicht sogar noch eine Pistole gezogen wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Gut. Also Amos zusammenfassend für mich ein sehr schöner Handlungsstrang, auf den ich auch gespannt bin, wie es weitermacht. Und ich vor allen Dingen auch froh bin, dass ich diesen Charakter, ich mochte ihn vorher schon, aber eben, dass er noch neben dieser Haut-drauf-Version er war ja schon irgendwie liebenswert, auch wenn er ein bisschen hart ist, aber dass man eben nochmal so seinen Kern gesehen hat und das fand ich schön. Man hat zum ersten Mal seinen Kern gesehen, als er da diese Kinder verteidigt hat. Da wurde er mir auch zum ersten Mal richtig sympathisch, wo ich dachte, ui, da ist doch mehr dahinter, als man am Anfang gedacht hat. Genau, es ist eben nicht dieser typische Schrank nur, sondern nein. Nicht nur, schwerpunktmäßig schon. Er hat aber auch eine zwischenmenschliche Seite. Ja. Gut, Patrick, dann sag doch mal, bei wem wollen wir weitermachen? Jetzt sind wir so auf der Erde, so ein bisschen in der Sackgasse, weil dort läuft niemand groß weiter rum, von den Hauptpersonen zumindest. Wir haben Bobby mit der Mars-Verschwörung. Richtig, ja. Und da ist ja dann, dann bleiben wir gleich mal bei Bobby, beziehungsweise Bobby und Alex, weil die sind ja so ein bisschen zusammen. Die laufen ein bisschen parallel. Richtig. Die überschneiden sich ein bisschen, da können wir die beiden direkt mal... Genau, Alex wollte ja ein bisschen proaktiv auf Bobby zugehen, gleich in Folge 1, glaube ich, und wurde aber erstmal schön abgeschmettert. Wird das eins dieser Zusammentreffen, die dir so gefallen haben? Ja, es war auch nur ein kurzes Aufeinandertreffen, aber das fand ich auch okay. Ich hätte halt nicht, es wirkte so, keine Ahnung, das wirkte so, ja, was mache ich denn? Ach, ich treffe mich jetzt mal mit ihr. Und man muss dazu sagen, Alex ist jetzt nicht nur eben dort, er verbindet das ja quasi, er versucht so ein bisschen noch etwa erst was mit seiner Familie zu klären. Das geht auch nicht so richtig auf. Und dann eben mit Bobby, aber nachdem sie ihn da abgewiesen hat, finden sie sich da auch wieder zusammen. Und ja, Bobby rettet Alex ja letztendlich auch das Leben, ja. Ich denke tatsächlich, dass einige dieser Charaktere nicht zufällig da positioniert wurden, wo sie sind. Mhm, klar. Dass die aus der Handlung mindestens bis Folge 4 oder 5 dann an diesen Orten, wo sie gerade stecken, verweilen werden, bis sie dann aufs Finale zusteuern. Klar. Und es sind vielleicht jetzt auch schon so kleine Dinge erahnbar, wo man vielleicht denken kann, aha, so ziehen sich vielleicht irgendwann mal am Ende der Staffel oder so die Fäden mal alle zusammen. Genau. Genau, also Alex, das hast du schon so schön gesagt, der wandelt sich da so ein bisschen mit einer Journalistin an, wobei so richtig auch nicht. Er sagt auch zum Schluss, sie will nichts von mir. Und eigentlich wollte sie nur so ein paar Informationen sammeln, was er denn dort wollte. Denn ja, Alex wird auch da nicht so richtig aufgenommen. Nicht nur von seiner Familie nicht, auch von dem
Mars Admiral, der eine sehr schöne Rede gehalten hat, wird er so ein bisschen abgelehnt. Der rennt momentan permanent gegen verschlossene Türen. Bisschen tut er mir da leid. Ja. Aber ein bisschen hat er sich da auch selber zuzuschreiben. Ein bisschen. Aber gerade dieser Part mit der Journalistin, denke ich, wird noch der wird noch eine Rolle spielen. Klar, denn wir erfahren ja, dass diese, ich weiß, ist es überhaupt eine Journalistin oder ist es mehr? Eine Journalistin. Sie wollte so ein paar Infos für ihn. Aber hatte sie nicht auch so einen militärischen Rang oder irgendeine militärische Bedeutung, weil sie ja auch so ein Versorgungsschiff begleitet, was ja dann noch wichtig ist? Das kann sie aber auch für einen Report begleiten. Journalisten. Aber sie hatte ja auch so eine Uniform an und auch wo sie mit dem Mars Admiral da geredet hat. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber was ich weiß, dass dieser Plotpunkt dann nämlich auch ganz interessant für Bobby ist. Stimmt. Die da ja, also sie offenbart dann Alex so ein bisschen, dass sie ja quasi im Auftrag von Avasaralla dort ins Schmugglergeschäft auf dem Mars eingestiegen ist und die erbeutet da eben zahlreiche Schusswaffen, mit dem, Zitat Alex, man glaube ich eine ganze Armee ausstatten könnte. Ist eben gerade viel im Umlauf dort auf dem Schwarzmarkt. Und genau, dieses Schiff, was diese Journalistin, diese Frau da eben begleiten soll, da wird jetzt vermutet, es ist, es wird angedeutet vielleicht, dass es sich dabei um einen illegalen Waffentransport handeln könnte, oder? Es wird zumindest Schutzgelderpressung sein. Genau, deswegen entspinnt sich dort auch so ein bisschen und wir sehen auch hier wieder eine kleine Verstrickung mit zum Beispiel Avasaralla auf dem Mond. Gibt es noch was dazu zu sagen? Bobby an sich macht eigentlich nicht viel, noch nicht, in den ersten Staffeln, in den ersten Folgen. Außer, dass sie eben Alex dann das Leben rettet, als dieser in seinem Quartier überfallen wird. Ja, sie geht halt gerade auch so ein bisschen so eine leicht distanzierte Beziehungskiste ein, die ihr vielleicht auch auf die Füße fallen könnte oder sie ein bisschen emotional anschlagen könnte. Das werden wir auch noch sehen. Sie wirkte ja jetzt auch nicht mehr ganz so tough wie die Staffeln davor, auch wenn sie da immer wieder einen Moment hatte, wo auch sie ihre Fassade hat fallen lassen. Und sie hatte ja in diesen ersten drei Folgen auch im wahrsten Sinne des Wortes ihre Hüllen mal fallen lassen. Vielleicht ist sie dieses Mal ein bisschen angreifbarer und nahbarer, als sie sonst ist. Ja. Generell muss ich sagen, als dieser Handlungsstrang in Staffel 4 aufgemacht wurde, dass sie dort eben auf dem Markt erst in Drogen-Ding da reingerät, habe ich erst gedacht, boah, ist das jetzt euer Ernst? Wollt ihr jetzt hier so eine Drogengeschichte aufmachen? Da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Aber ich muss sagen, es zieht ja immer weitere Kreise und es hat ja schon einen großen Höhepunkt am Ende der vierten Staffel gehabt. Und jetzt fängt das wirklich für mich an, jawohl, jetzt sehe ich da den Sinn dahinter, den man sich da aufgebaut hat und jetzt will ich auch mehr wissen davon. Das Problem ist, Sachen, die du in der ersten Staffel nicht etabliert hast, die haben es immer schwer, wenn man sie neu einführt. Fühlt sich dann eben teilweise nicht richtig organisch an. Nee. Hier hat das jetzt aber mittlerweile seinen Payoff beigetragen und hat das Worldbuilding noch ein bisschen mehr verfeinert. Ich dachte auch Anfang, ach, was willst du jetzt damit? Willst du jetzt auch noch da eine gesellschaftskritische Komponente? Wollte ich auch erst nicht haben. Ja gut, man kann den Charakteren, man muss den Charakteren halt irgendwas zu tun geben. Und das hat sich halt am Anfang der vierten Staffel noch so ein bisschen danach angefühlt, dass man das jetzt eben nur macht, damit sie was zu tun hat. Aber oder damit man einen mal kurz auf den Zug zeigen kann für eine Dramafolge oder so. Vielleicht. Ja. Aber spätestens, Flashback. Aber spätestens jetzt dürfte zumindest auch dem Letzten klar sein. Nein, das war nicht nur ein kleines Filler-Ding. Nein, das war der Anfang von was Großem und eben auch einer von jenen Fäden, die dann vielleicht zusammengeführt werden und die eben auch interessant sind, ja. Wollen wir mit Holden oder mit dem Terroristen weitermachen?
Ja, gut, die hängen ja auch, obwohl, machen wir erstmal mit Holden weiter. Holden, der ja dann quasi alleine, also ohne Naomi, auf Tycho ist es, glaube ich, bleibt. Und da so mit Fred Johnson ein bisschen, ja, was zu tun hat. Erst fängt er wieder ganz klassisch an. Er warnt Fred Johnson, glaube ich, davor, die Ringtore zu nutzen und so weiter. So, und dann geht es aber eben in diese Richtung, dann verschwindet eine junge Frau, die, ja, kann man es Insider-Wissen über eine Verschwörung hatte. Und würde ich ja, so sagen. Dann geht es mal wieder um das gute alte Protomolekül. Ich finde das aber so lustig, dass Holden anscheinend nichts gelernt hat, anstatt Fakten da zu listen, sagt er mal wieder, ich hatte da eine Vision. Das haben sie ja in den letzten Staffeln immer so abgekauft und haben ihn da kein bisschen schief angeguckt. Er kommt wieder an mit, ich hatte eine Vision. Ja, er hat mir mittlerweile, ich glaube, er hat mir mittlerweile auch so einen Status eben. Also wir wissen ja, dass vieles, was von seinen Visionen ist, eingetroffen ist, ob man ihm jetzt da so glauben müsse. Aber er hat ja auch so richtig Beweise hat er ja nicht, bis auf die Dinge, die eben passiert sind, auf zum Beispiel Neuterra oder so. Er hat wahrscheinlich bei so einer kleinen Gemeinde so ein bisschen so den Pseudo-Jesus-Status, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube, um ihn wurde so ein Mythos gebaut. Es wurde um ihn immer wieder mal so ein Mythos gebaut, was ich eben Schwachpunkt bei der Serie finde, weil das komplett unterfüttert ist, wieso er diesen Status gerade jetzt hat. Okay, ja. Das kam für mich teilweise überraschend. Wieso ist er jetzt der Anführer von dieser Rebellion? Wieso verehren die den jetzt alle als Messias? Da gibt's nicht genug Futter, um das alles irgendwie großartig zu untermauern. Er ist meistens eben zufällig da, wo gerade die Kacke am Dampfen ist. So würde ich es einfach mal vereinfacht ausdrücken. Naja, und er bekommt auch, ja, durch mehr oder weniger durch Zufall bekommt er, ich weiß gar nicht, auf irgendein Pad bekommt er plötzlich eine Nachricht. Diese Szene, die fand ich auch so ein bisschen, irgendwie drückt er was und dann, was haben sie getan? Da war ein Knopf, ich habe ihn gedrückt. Ja. Er hat gedacht, okay, aber diese Nachricht, die führt ihn ja dann so ein bisschen zu dieser Frau, die nämlich noch auf Tycho ist und in einem Container eingesperrt ist. Richtig. Er ist auf Tycho und was auch interessant zu sehen ist, viele behaupten mittlerweile, die Protomoleküle wurden vernichtet. Wir wissen, das ist nicht der Fall. Die Protomoleküle werden diese Staffel auch noch mal für zusätzliche Spannungen sorgen. Und sie sind anscheinend bösartig, so hat er sie ja jetzt diesmal bezeichnet. Naja, nervt dich das, dass es wieder um Protomoleküle geht? Ich habe hier übrigens ich bin die ganze Zeit total verwirrt, ich habe ja auf meinen Notizen Protokollmoleküle geschrieben. Ja, also nervt dich das so ein bisschen? Es geht, irgendwie gehört es für mich dazu. Ich finde es nur seltsam, dass die Protomoleküle von Staffel zu Staffel so ein bisschen ihre Regeln enden. Für mich sind die Protomoleküle so ein bisschen der MacGuffin der Serie, die das immer irgendwie gerade in die Richtung vorantreibt, die es gerade braucht. Ja. Das ist da ein bisschen arg willkürlich gemacht. Und trotzdem sage ich, ja, halbwegs geschenkt, es gehört irgendwie dazu. Ja, das stimmt. Was ich mich da immer frage, ich würde gerne noch mehr von diesen Ringtoren sehen oder noch mehr Welten, die irgendwie dort liegen. Das hat man jetzt in den ersten drei Folgen, bis auf Holden sagt, nein, geht lieber nicht. Oder ich glaube, man erfährt auch, dass einige Welten besiedelt worden sind oder gerade dabei sind, besiedelt zu werden. Aber man sieht davon nichts. Also ich hoffe, dass da zumindest da noch was kommt. Das hätte ich auch gerne gesehen. Das sind manchmal so Sachen, die wie Behauptungen wirken. Das ist passiert. Dann sollen sie zumindest wie so ein Nachrichtenschnipsel das senden, um das zumindest ein bisschen bildlich zu illustrieren, damit das nicht ganz so aus der Luft gegriffen wirkt. Es lief immer so im Hintergrund irgendwie Nachrichten, so ich glaube in Holdens Quartier lief das, lief im Hintergrund, stand glaube ich da, dass eben neue Besiedlungen gestartet haben, aber ich meine, letzte Staffel hatte man eben diesen einen Planeten. Und ja, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das war zwar sehr viel klassisches Science-Fiction und sehr viel, was man schon gesehen hat, aber ich möchte auch, hab auch nichts gegen mehr Planeten-Action, die jetzt vielleicht nicht nur auf der Erde abgeht. Ich habe auch nichts gegen weitere Planetenerkundungen. Für mich macht sowas auch eine Science-Fiction-Serie aus. Ja.
Da kommt und noch auch, mehr dass schon wieder Experimente an Protomolekülen durchgeführt werden. Ja, geile Idee. Hat bisher immer funktioniert. Ja, dann machen wir es noch kurz und schmerzlos. Die finden die junge Frau ganz schön knapp, nachdem sie erstmal den falschen Container mit irgendwelchen Bohnen aufgemacht haben oder so. Oder was war's? Irgendwas. Ich glaube, es war ein Bohnen. Ja, irgendwas, was dann so rauskam. Fand ich auch schön gegeneinander geschnitten. Genau, und es heißt auch dort, wird die Spannung langsam wieder größer. Und auch Holden ist nicht umsonst da bei Fred Johnson und den ganzen anderen. Ich sage ja, die sind alle schon aus Gründen da positioniert worden. Die Handlung ist vielleicht ein bisschen größer geworden, deswegen hat man hier jetzt wirklich alle Hauptdarsteller an einem Brandherd, ja, der dann jetzt die nächsten Folgen hochgehen wird oder die hochgehen werden. Ja, definitiv. Aber ich fand es eben, es war nicht so, dass ich nicht verstehe, warum. Also es hat sich nicht so angefühlt, als wären sie nur platziert worden, damit sie dort platziert worden sind, sondern sie haben schon irgendwo alle einen Grund. Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit die Rückkehr der Jedi-Ritter. Man wurde da angenehm zu den Schauplätzen geführt. Mhm. Man behält trotz dieser vielen Schauplätze trotzdem eine Übersicht und fiebert mit seinen Lieblingen eben mit. Ja. Bevor wir jetzt zu Marco Inaro kommen, also dem Terroristen und wahrscheinlich dem Gegenspieler dieser Staffel, mal sehen. So viel sehen wir da noch nicht in Folge 1 bis 3, würde ich ganz kurz mal Kamina Drama einschieben, die so ein bisschen auf Pirat macht. Und die so ein paar Schiffe, ja, überfällt quasi und auch immer wieder für ihre einfurchtsame Präsenz gelobt wird von ihrer Crew. Und die dann, ja, zum Schluss, sie trifft auf das Schiff von Ashford, mit dem sie ja die letzten Staffeln immer so ein bisschen zusammen zumindest einmal an einem Ort gewesen war und wo sie auch ein paar Informationen noch zu seinem Tod findet und die dann auch weiterleitet. Genau. Mal sehen, wozu das führt. Genau, und jetzt hat sie ja in der letzten Folge, glaube ich, noch, sie will jetzt das Kopfgeld für Marco Inaro einsacken und wahrscheinlich auch als Rache für Ashford. Und ich finde auch, man hat ihr es auch ein bisschen angesehen, was das mit ihr macht, dass sie dieses verlassene Schiff dort gefunden hat. Auch sie ist ja sonst, Moment. Richtig, auch sie ist ja sonst eher so kalt und berechnend und so. Und ich finde, auch da hat man diese Oberfläche so ein bisschen aufgebrochen und man sieht, sie will es immer nicht so richtig zeigen, auch wenn sie dort an dem Tisch mit ihrer Crew sind, die sich immer mega freut und sie sitzt dort als Einzige so ein bisschen angepisst da oder noch so ein bisschen. Sie will es nicht zeigen, dass sie verletzt ist oder so, aber ich finde, ganz kleine Nuancen fallen da auf. Sie spielt das auf jeden Fall sehr gut. Sie muss eben vor der Crew auch trotzdem die Fassung bewahren. Ja, definitiv. Sie ist innerlich aber richtig zerrissen. Es wird auch noch ein bisschen dazu beitragen. Könnte die Serie auch Burnout-Menschen im All bezeichnen. Ja, die ersten drei Folgen jetzt auf jeden Fall. Also irgendwie hat jeder entweder irgendjemanden verloren oder es steht vor einem Abschied oder so, ja. Ich finde die Serie, also die fünfte Staffel, passt sehr in die Corona-Zeit, wo es einigen ähnlich geht. Stimmt, und weil auch so viele allein allein fühlen, ja, ja. Mhm. Und außerdem sieht Drama auch irgendwie sehr gut aus. Das stört natürlich am wenigsten. Gut, soviel zu diesem kleinen Handlungsstrang, der, glaube ich, auch nochmal das ein oder andere diese Staffel beitragen wird. Und irgendwie habe ich so im Gefühl, dass es vielleicht die letzte Staffel von Drama sein wird. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie, nach dieser Staffel werden sich so ein paar verabschieden. Ja, ich glaube, ja, vielleicht können wir das ja, das können wir auch noch ganz am Ende machen, dass wir vielleicht kurz sagen, wie wir denken, wie es weitergeht. Mhm. Und dass wir vielleicht so eine kleine Prognose und am Ende gucken wir mal, was denn davon eingetreten ist. Kommen wir, bevor wir dazu kommen, nochmal zu dem angesprochenen Terroristen, beziehungsweise da hängt ja dann auch irgendwie Naomi dran, ja. Denn Philipp Inaro ist ja ihr Sohn und der Sohn auch von Marco Inaro, der hier eben dieser Terrorist ist, von dem wir die ganze Zeit schon sprechen. Ja, wie packen wir das an? Wie packen wir das an?
schwierige Familienverhältnisse. Sehr gut. Marco Inaro, war ich auch überrascht, dass man ihn noch gar nicht, hat man ihn, ich glaube, diese Staffel noch gar nicht gesehen hat. Nee. Seine Präsenz wird mehr durch die, oder seine, ja, wird mehr durch die seines Sohnes bisher präsentiert, der schon eine Rolle gespielt hat und der auch schon, da fand ich auch schön, dass man nicht lange rumgefackelt hat. Ich hatte ja vielleicht erst die Befürchtung, dass Naomi am Anfang der ersten Folge aufbricht und dann die ganze Staffel sich damit beschäftigt, ihren Sohn zu finden. Nein, schon in Folge 3, glaube ich, standen sie sich gegenüber. Und ja, da gab es auch ein paar Brocken, ja, das ist sehr gut. Ich fand das, ich weiß nicht, ob du Westworld gesehen hast. Ja, doch. Da geht mir das mit Maeve so dermaßen auf die Nerven, dass sie staffelnlang ihre Tochter sieht. Wenn du das da gegenüberstellst, ist das ein schöner Kontrast, dass da nach 3 Folgen dann endlich was passiert. Sie muss sich da aber wahrscheinlich dann mit ihrem Mann auch zum Großteil auseinandersetzen und vor allem mit ihrem verblendeten Sohn, der ja sein Vater wirklich hörig ist und wahrscheinlich noch für einige Probleme sorgen wird. Ja, und da, also es kam wirklich zu einer Szene, also die war für mich zumindest hart mit anzusehen, wie Naomi wirklich versucht, nochmal an ihren Sohn zu appellieren und ja, erst sagt, wenn er nichts mehr von mir wissen will, dann soll er mir das ins Gesicht sagen und dann sagt er ihr das wenige Momente später ins Gesicht und du siehst einfach, wie sie zerbricht daran und aber noch versucht, ihn irgendwie festzuhalten. Das auch war stark eben so dieser Moment, wo ich denke, ach verdammt, wer jetzt holt denn dabei? Also sie wäre glimpflicher davon gekommen. Auf jeden Fall, denn dass diese Szene ist nicht nur ja Philipps einziger Auftritt in der dritten Folge, sondern wir sehen auch noch mal später, wo er sie entführt. Keine Ahnung. Ich will nichts mehr von dir wissen, Mutter, aber ich habe jetzt doch so einen leichten Ödipus-Komplex, also fliegen wir durchs All. Oder? Wahrscheinlich bringt er sie zu Marco, kann das sein? Daran habe ich zumindest gedacht, wobei ich mich dann frage, was ihre alten Bekannten da noch mit an Bord machen. Also so richtig weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ach, es wird sich zeigen, die Serie ist teilweise doch verkopfter, als wir es am Anfang denken. Ja, aber ich find's nicht schlimm. Nö. Nee. Angeblich soll auch Bern Gorman nochmal zurückkommen. Wird zumindest im Cast gelistet. Das fand ich auch. Nee, erzähl erstmal. Nee, ich fand's auch interessant, weil der ist mir letzte Woche, da ging's mir so und ich musste an unsere Mandalorian-Casts zurückdenken, als, was hat Christopher da gesagt mit diesen, die Leute, die so eine richtige unsympathisches, oder die so, die unsympathischen Charaktere spielen. Und genau so einer ist das. Und ich habe mir überlegt, woher kenne ich dieses Gesicht? Und ich wusste, er hat irgendwo schon mal so ein richtiges Arschloch gespielt. Und dann wusste ich, aha, Game of Thrones. Dort hat er den. Der hat er aus diesem Totenschädel getrunken. Richtig, Carl Tanner. Aus der dritten Staffel, glaube ich, von Game of Thrones. Und ich wusste es, ja, da passt oder der genau. Bei Enola Holmes, da war er letztens auch so ein Antagonist. Ja. Oder eben bei Torchwood, da war das einer von der Organisation. Lustigerweise hat dieser Herr am selben Tag wie ich Geburtstag. Das habe ich dann rausgefunden, als ich dann mal geguckt habe, woher kenne ich den nochmal? Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, der hat das letzte Staffel auch sehr gut. Also der hat ein Bösewicht-Charisma. Richtig. Bei dem es einfach Spaß macht, zuzusehen. Richtig. Also da auch gerade. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir den nochmal sehen. Mal sehen, ob er noch so gut aussieht. Ich weiß noch, dass letzte Staffel damit geendet ist, dass wieder mal Amos ihm richtig mit diesem wilden, wirklich besessenen Grinsen ihm richtig eins rein gedrückt hat. Mal sehen, ob man davon jetzt noch Spuren sieht.
Ich fand, bei seinem Charakter war nur dieses Geswitche gut, böse, gut, böse, gut, böse. Es war vielleicht ein, zwei Mal zu viel. Stimme ich dir zu. Es war immer sehr, also ist es jetzt, ich habe mich immer gefragt, okay, ist es jetzt gespielt oder meint er das jetzt ernst? Wobei man auch sagen muss, ich fand sowieso in Staffel 4 war dann vielleicht so das ein oder andere, die ein oder andere Schwierigkeit oder die ein oder andere Änderung der Situation, gerade das, wo dann die Schnecken irgendwie aus dieser Höhle fielen, das war dann zu viel. Das hätte man vielleicht nicht gebraucht. Aber egal, wenn er noch mal kommt, ja, würde ich mich freuen. Auch wenn ich ihn hassen würde. Ach, du bist eh erstmal auf sein Gesicht gespannt. Deswegen denke ich, die werden ihn so halb im Schatten zeigen. Und dann kommt er raus und dann denkst du, das kann sein. Dann wollen wir, können wir eigentlich noch irgendwas zu Marco Inaro an sich sagen? Ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, diese Staffel. Ich würde es auch sagen. Ja, er wurde ja im Trailer wurde er relativ prominent angekündigt. Deswegen, da wird auf jeden Fall noch was auf uns zukommen. Dann, wenn wir jetzt zu dem Handlungsstrang erstmal nichts mehr haben, lass uns doch nochmal über das Ende reden. Denn am Ende der dritten Folge dieser Staffel stürzt ein Meteoroid auf die Erde und es gibt eine gigantische Schockwelle oder ein, ja, und begleitet von einer Flugwelle. Und ja, dann ist die Folge zu Ende. Ich finde dieses Detail interessant. Also du siehst erstmal, wie ein Typ am Angeln ist und auf einmal kommen Horden an Fischen, die weg wollen. Und dann kommt wirklich diese Kollision, alles verdampft. Du siehst auch schon teilweise das Gesicht von diesen armen Herren verdampfen, der da gerade steht und nichts weiter machen kann. Ja. Ja, und das war ein Ende. Und dann haben wir erstmal gedacht, uff, okay. Also wir haben jetzt ja schon. Bin ich hooked. Richtig, wir haben ja schon das ein oder andere Problemchen, so Schmuggelware auf dem Mars, dann auch mit dem Terroristen und so, ne? Und jetzt das noch? Das wird, glaube ich, auch gerade noch mal in der Politik und in der Beziehung mit den verschiedenen Positionen da noch mal einiges durcheinander rütteln. Da werden sich wahrscheinlich sogar ein paar Parteien erstmal verbünden müssen, um sich später, wenn sie noch leben, die Kehle durchzuschlitzen. Ich bin gespannt, wie viel man jetzt da sieht und ich bin auch gespannt, wo genau, ich weiß nicht, ob man, hat man es direkt gesehen, wo das war, was nämlich auch, inwieweit Amos da, vielleicht startet ja die vierte Folge mit Amos auf der Erde, wie er gerade versucht abzufliegen und dann stürzt. Oder dann kommt eben dieser Einschlag und er ist unmittelbar davon betroffen. Das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Und er dann eben auf der Erde wie festsitzt oder erstmal gucken muss, was denn dort jetzt abgeht. Also ich bin definitiv gespannt, was denn jetzt dort die Folgen direkt sind. Einmal das Ausmaß. Ich meine, wir haben jetzt hier schon den Ausschnitt gesehen. Das sah schon mal sehr gigantisch aus. Inwiefern das aber jetzt zum Beispiel die UN auch so ein bisschen ins Wanken bringt oder vielleicht auch Nancy Gao. Da jetzt, weil Avasarala war ja so ein bisschen, die hatte ja den Meteoriten zumindest mal im Blick gehabt, auch wenn sie wollte ja diese Ausrichtung, ja. Ich habe noch die vierte Folge gesehen, da wäre es jetzt unfair, wenn ich da spekulieren würde, weil genau, wir müssen es dazu sagen, wir haben die ersten neun Folgen. Genau, wir haben die ersten neun Folgen schon als Zugang bekommen. Vielen Dank dafür, als Screener-Zugang hier. Ich habe mir die Folgen angeguckt auf Deutsch dann, wo sie draußen waren und deswegen noch nicht weiter geschaut. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich schon vorgucke oder vielleicht dann auf die deutsche Veröffentlichung warte, weil ich mit den Synchronstimmen fast besser zurechtkomme als jetzt im Englischen, aber das ist jetzt nur so eine ganz persönliche Vorliebe. Ich werde sie wahrscheinlich noch ein bisschen vorab sehen. Es ist halt wirklich schon schön, wenn man ein bisschen bingen kann. Jetzt ja, gerade dieses große Fass aufgemacht wird, hat mich die Neugierde dann doch noch die vierte Folge nachschieben lassen. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe die Folgen auch gestern Abend erst beendet. Deswegen habe ich da auch noch gar nicht so richtig die Möglichkeit gehabt. Aber ich bin definitiv auch daran interessiert, da weiter zu gucken. Ich bin schon wirklich gespannt, was da noch passieren wird. Das ist gerade nach Mandalorian eine angenehme Abwechslung, dass wir auch Science-Fiction mit Substanz geboten bekommen.
und Folgen, die mal länger als 30 Minuten gehen und die sich dementsprechend auch mehr Zeit nehmen. Bei Mandalorian, da prügeln wir auf fast alle Folgen ein, die länger als 30 Minuten gehen, weil wir dann das können so bestimmt sein, hä? Aber da gibt's ja dann meistens die Actionsequenzen, die hier noch gar nicht so sehr, es gab mal eine Schießerei hier und da, aber so richtig krasse Action, bis auf den Meteoriteneinschlag jetzt vielleicht, gab's diese Folge und noch nicht. Und so ein paar Terroristenangriffe, ja, das genau, waren diese hochgerechnet Überfälle. Vielleicht 15 Minuten Actionsequenzen ja, auf diese drei Stunden verteilt. Genau, da bin ich gespannt, da wird man, wobei The Expanse ja jetzt noch nie so die große Action-Serie war. Aber ich denke schon, dass es da die ein oder andere Auseinandersetzung gerade noch mit Marco Inaro geben wird, die dahingehend Material liefert. Und ja, das ist, also es ist wahrscheinlich ein perfektes Ende für diese drei Folgen, denn jeder, der sich in diesem einen Rutsch diese Episoden anguckt, schöne Exposition oder schönes Abholen nochmal der Charaktere jetzt an jedem Ort und mit der dritten Folge, bam, geht's jetzt erst richtig los. Ist kein schlechter Schachzug und ich glaube, dass da definitiv ein paar Leute dranbleiben werden. Jetzt vielleicht auch abgesehen von den The Expanse-Fan, die jetzt sowieso schon der Staffel entgegengefiebert haben. Ja. Gerade in diesen Zeiten ist es aber auch gut, wenn du eine Serie hast, mit der du jetzt anfangen kannst und da ist ein bisschen was vorhanden. Wir sind jetzt gerade in der Pandemie, wir wissen nicht, wann neuer Serienstoff kommt. Wenn ihr da reinschauen wollt, ja, dann hört ihr das wahrscheinlich hier jetzt schon gar nicht mehr, aber trotzdem, gebt ihm eine Chance. Ja, definitiv. Wollen wir noch ganz kurz so ein paar kleine Gedanken äußern, was vielleicht in dieser Staffel noch passieren könnte, womit wir dann wahrscheinlich komplett falsch liegen, aber trotzdem, dass wir uns am Ende des Abschlusscastes nochmal zurückerinnern können und sagen, ha, das haben wir vorausgesagt und da lagen wir völlig daneben. Weil ich würde zum Beispiel jetzt sagen, kurz nochmal zur Kamina Drama, weil ich das vorhin schon gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann in dieser Staffel zu einer Auseinandersetzung, zu einer wirklich handgreiflichen Auseinandersetzung mit Marco Inaro kommt. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich da Kamina aus Rache für Ashford entweder für ihn, also im Kampf opfern wird. Ob es ihr gelingt, Inaro zu töten, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, inwiefern, ich kenne halt, habe halt keine Ahnung von den Büchern, ich weiß nicht, wie es da weitergeht mit ihm. Oder ob man ihn da noch in der sechsten Staffel meinetwegen braucht. Dann finde ich zum Beispiel noch interessant, was mit Alex passiert, wobei ich nicht weiß, ob die Vorwürfe gegen den Schauspieler schon vor der fünften Staffel oder vor Drehabschluss rausgekommen sind, sodass man noch eine Möglichkeit hätte, ihn gegen Ende der Staffel hätte rausschreiben können oder ob er dann einfach von der Bildfläche verschwindet. Genau dasselbe Problem haben wir ja auch mit Gina Carano bei Mandalorian. Ja, genau. Weil ich bin gespannt. Abwarten, was sie draus machen. Ja. Gerade jetzt hier bei so einer Serie, wo das auf einer Buchvorlage fußt, wird es noch schwerer sein, da zu improvisieren. Ja. Wir werden es sehen. Ja, also entweder könnte ich mir vorstellen, man lässt seinen Handlungsstrang dann entweder komplett fallen. Oder das wird umbesetzt. Ja, umgesetzt oder man findet halt so eine in Anführungszeichen Nebenfigur, der man diesen Handlungsstrang dann quasi aufhalsen kann. Das hat man bei Game of Thrones ja immer mal gehabt, dass man in späteren Staffeln, dass man dann Figuren aus den Büchern gar nicht mehr übernommen hat, sondern einfach Figuren, die schon da waren, mit den Handlungen so ein bisschen ausgestattet hat. Oder wie auch bei Game of Thrones, man hat so ein paar Figuren, die im Buch nicht waren, mit anderen bestehenden, verschmolzen, um da gewisse Handlungsstränge unterzubringen. Wir haben bei Game of Thrones zum Beispiel auch nie den Sohn des Greifen gesehen. Ja, genau. Genau, das meine ich so in die Richtung. Dann ansonsten könnte ich mir nur noch vorstellen, dass es diese Staffel, ich habe wie gesagt keine Ahnung von dem Buch, alle Buchleser, die jetzt noch dran sind, die werden sich denken, ha, der ist so bescheuert. Mein Nein. Gott, ihr Deppen, ihr Lauchs. Ich würde jetzt einfach mal noch, ich habe irgendwie so ein Gefühl, keine Ahnung, dass es diese Staffel vielleicht noch eine von den Hauptfiguren nicht schafft, wenn es jetzt nicht gerade Alex ist. Ich glaube, Cass wird so seinen verdienten Heldentod sterben. Also das, was er die ganze Zeit vor der Journalistin versucht hat zu profilieren, so wird er am Schluss auch irgendwie sterben, dass er dann doch irgendwie als Held eingeht und dann doch in seinen Tod sein Tribut bekommt. Ja,
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Könnte sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern da das schon. Ja, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, Bücher. Die irgendwann werden sie sicherlich gelesen. Aber jetzt gerade aktueller Stand, nö. Ich glaube auch, wir kriegen wieder ein paar neue Mutationen von dem Protomolekül zu Gesicht. Das sowieso. Da muss ich sagen, das ist mir eigentlich bisher. Wir können ja noch kurz sagen, also bisher ist so der Holden-Handlungsstrang. Ja, den finde ich. Ich finde, muss ich sagen, diese. Bisher alle Handlungsstränge interessant. Den Holden-Strang, der catcht mich bisher am wenigsten. Weil es ein bisschen repetitiv ist mit den Protomolekülen. Ich sag, irgendwie gehört das zur Serien-DNS dazu. Klar, wir würden uns wundern, wenn es nicht auftauchen würde. Mal sehen, wie sie das da noch organisch einhämmern werden oder wollen. Ich freue mich definitiv weiter auf Amos und was der so machen wird und auch auf Naomi, wie sie jetzt mit dem Ganzen umgeht und wohin sie jetzt gebracht wird. Genau, das. Sie wird ein bisschen mitgeschliffen jetzt erstmal in der Handlung. Ja, das kann sein. Von ihrem Sohn und auch wie die Sache mit ihrem Sohn. Vielleicht kann man durch ihre Perspektive auch mal wieder so ein bisschen so diese ärmeren Schichten zeigen. Also, dass sie dann so ein bisschen Fish out of water ist und da jetzt auch so ein bisschen vielleicht mit den Terroristen menschelt, weil sie auf einmal die so ein bisschen näher gebracht bekommt. Ja, vielleicht, dass die Terroristen jetzt so ein bisschen so einen anderen, noch eine andere Seite zeigen oder so. Oder eine Graustufe zumindest. Richtig, genau. Vielleicht jetzt nicht Marco Inaro überhaupt, aber die ganzen Leute, die da mitmachen, sag ich mal. Genau, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir viel gesagt zu den ersten drei Folgen dieser Staffel. Ich bin auf jeden Fall hooked. Ich möchte. Und wie wir es schon gesagt haben, Protomoleküle in Relation zu dem Meteoritenanschlag, der Survival-Aspekt überzeugt dann hier doch mehr. Der wird ja jetzt, wie gesagt, mit diesem Ende auch bestimmt nochmal, vielleicht auch auf der Erde nochmal ein bisschen anziehen. Ach, Amos wird wahrscheinlich ein bisschen wuchtig getroffen werden. Mal schauen, wo er ist. Ich kann es halt gerade schlecht einschätzen, wo dieser Meteorit überhaupt eingeschlagen ist. Und wie groß tatsächlich das Ausmaß des Einschlages ist. Kommt da vielleicht sogar eine neue Eiszeit? Wir wissen es nicht. Das wäre auch schön. Wobei ich mir, wie gesagt, ihr habt jetzt doch einmal die Ringtore. Zeigt doch mal ein bisschen noch, was da dahinter steckt. Ich meine, das sind über 100 Stück oder so. Oder zeigt zumindest so ein paar explodierende Köpfe von Loks, die da durchwollen. Ich denke, auch mit explodierenden Köpfen werden wir diese Staffel noch ein bisschen bedient werden. Ach, wir kriegen ja schon wirklich wieder ein paar Kopfschüsse mit spritzendem Blut im All schon wieder zu sehen. Ja, ich glaube, schon die ersten 5 Minuten schon im Cold Open. Ne? Ja, na gut. Ja, im Weltall ist es eh kalt, also Cold Opener ist nicht so kalt. Gut, das ist schön, dass wir jetzt hier diese, ja, über eine Stunde drüber schon reden konnten. Und ja, ich habe auf jeden Fall Lust, da den Rest der Staffel einzutauchen, um mir das anzuschauen. Die Serie hat eben auch eine ziemliche Detailliertheit. Da wird man uns dann vorwerfen, das habt ihr jetzt aber schnell abgehandelt. Wir haben es jetzt so gut es ging, möglichst knapp und doch nicht zu sehr gehetzt zu besprechen oder anzuteasern. Ja, das ist richtig. Man hat ja da so viele Verstrickungen und auch Sachen, die eben zum Beispiel Fred Johnson, der schon in den ersten Staffeln eine große Rolle gespielt hat, an die ich mich jetzt fast, ich habe es leider nicht nochmal gerewatcht, auch wenn ich mir jetzt die ersten Staffeln auf Blu-ray bestellt habe, weil ich festgestellt habe, oh Gott, ich muss die eigentlich unbedingt haben irgendwie. Wenn ich es schade finde, dass sie eben jetzt ab Staffel 4 nicht mehr zum Anfassen quasi rauskommen, weil ja jetzt Amazon Prime, mal sehen, keine Ahnung, wir sehen, was jetzt, wie es danach weitergeht. Einige Serien, die sind zumindest für einen gewissen Teil exklusiv. Man will ja seine Plattform eben vermarkten können. Und dann werden sie auf DVD nachgeschoben. Es gab ja auch einige Sky-Exclusives, wie zum Beispiel erstmal Watchmen, die dann trotzdem noch ihre DVD-Blu-Ray-Veröffentlichung bekommen haben. Da muss man vielleicht ein bisschen geduldig sein. Ja, ich bin schon geduldig. Die vierte Staffel, die von einem Jahr lief, ist immer noch nicht raus. Also habe ich da eigentlich keine großen Erwartungen dran, weil ich jetzt vielleicht denke, Amazon macht das so ein bisschen
erstmal nur auf Prime und dann vielleicht nach Abschluss der sechsten Staffel würde ich mich zumindest über eine kleine Komplettbox freuen. Oder mal sehen, vielleicht gibt es ja doch irgendwann noch Hoffnung, dass es... Ich bin erstmal gespannt, wie der Abschluss geht, aber das ist, denke ich, ein Thema für vielleicht den Abschlusscast, wenn wir diese fünfte Staffel hinter uns haben und wir uns vorstellen können, vielleicht, was grob noch in der sechsten Staffel erledigt werden muss. Ja. Ich bin jedenfalls gespannt und auch, ob du deinen Vorsatz hältst, ob du das Woche für Woche durchhältst oder ob du dann plötzlich, wie ich, dich dann doch erwischst, dass du dann weiterschaust. Ja, mal sehen, da bin ich ja auch gespannt. Ja, gut. Danke, Patrick, dass wir jetzt darüber sprechen konnten. Genau. Und auch genau. Das zu zweit in der Form ja. Hier machen konnten. Wir sagen mal nicht, das ist der Weg, sondern irgendwas. Ach. Ja. Ach, verdammtes Protomolekül. Genau, nur nochmal kurz auch von mir der Hinweis, dass ihr uns gerne bewerten könnt auf sämtlichen Plattformen, wo ihr diesen Podcast hier hört, auf auf Spotify, auf iTunes oder beim YouTube-Upload, da könnt ihr jeweils Daumen hoch geben oder zumindest bewerten oder einen Kommentar hinterlassen. Wie gesagt, ich hätte echt Bock, auch mit anderen nochmal drüber zu diskutieren, weil wir haben so ein bisschen rumgefragt und irgendwie hat in der Redaktionsgruppe so wahrscheinlich gar nicht weiter das so gesehen, außer Andi. Oder ist nicht so hooked wie wir, keine Ahnung. Aber wenn ihr da was wollt... Ich denke eher, dass es so die Sache ist, dass die Serie dann doch so ein bisschen an Stoff hat. Was dann auch ein bisschen in der Besprechung sich dann auswirkt, weil man hier tatsächlich ein bisschen mehr zu berücksichtigen hat und nicht komplett so frei Schnauze losplappern kann. Ja, und definitiv, wir sind jetzt auch schon, muss man auch dazu sagen, in der fünften Staffel. Und ich weiß nicht, hätte ich irgendeine fünfte Staffel von irgendeiner Serie, die ich noch nie zuvor gesehen habe, würde ich mich wahrscheinlich jetzt auch nicht sofort dafür bereit erklären, mit zu casten. Aber ja, wenn ihr zum Beispiel Lust habt, dann schreibt uns doch gerne. Wir freuen uns über jede Art von Feedback. Und ja, damit würde ich sagen, können wir diesen kleinen Podcast hier abschließen. Ich sage, was? Ach, verdammt, das Protomolekül? Genau. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!